Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Also ich glaube, hier gibt es dann schon wieder einen klaren Gewinner und damit willkommen zur neuen Folge der Fußballschuh-News, zu eurem Lieblingsformat mit den neuesten Informationen aus der Welt der Fußballschuhe, natürlich auch zu euren Lieblingsspielern. Heute eine sehr, sehr coole Folge, denn es gibt Leaks zu den kommenden Nike-Fußballschuhen und die sind einfach geisteskrank, muss man ganz klar so sagen. Wie die aussehen und was ihr über den kommenden Haaland-Fußballschuh noch wissen solltet, gibt es jetzt in der neuen Folge. Ich würde sagen, genug gelabert, let's go! Bevor wir reinstarten in die heutige Folge, aktuell ist ja Pause in der Bundesliga. Nichtsdestotrotz kam jetzt der neue Bundesliga-Ball raus und den habe ich natürlich auch für euch am Start. Und zwar, wir haben hier zum einen natürlich den regulären Ball und hier dieses Mal auch so einen richtig coolen klassischen Ball. Der gefällt mir eigentlich echt gut. Ich muss sagen, auf den Bildern hat der mir eigentlich gar nicht so krass gefallen. Jetzt so hier ein Detail, aber mit den Farben finde ich es dann doch ziemlich cool. Den werden wir auf jeden Fall dann in den kommenden Reviews definitiv im Action sehen. Bin mal gespannt, wen ihr besser findet, Klassik oder dann doch eher auffällig. Und noch eine coole Info zu meinem Partner Matchday Nutrition, die Experten für Nahrungsergänzungsmittel, speziell für Fußballer. Auch in der Bundesliga sind die ja aktiv und zwar die Summer Sale Aktion wurde jetzt verlängert. 15% Rabatt auf alles. Für den Rabattcode unten in der Beschreibung, schaut dort gerne vorbei. Auf den Matchday Boost für mehr Energie im Training oder auf den Refuel für die perfekte Regeneration nach dem Training oder mein Favorit ganz klar Matchday Bite. Alles ist recht. Starten wir also rein in die neue Folge der Fußballschuh-News und zwar mit dem aktuellsten und neuesten Fußballschuh. Die Rede ist vom Adidas X Crazy Fast Plus. Den solltet ihr natürlich auch aus unserem Video zur ersten Meinung zur neuen Generation ja schon kennen. Da haben wir auf dem Schuh natürlich nochmal ein Detail gezeigt, was ich sehr gut finde, was ein Riesenschritt nach vorne ist und was mich tatsächlich auch sehr, sehr gestört hat. Das gibt es natürlich alles im separaten Video. Hier in den Schuh-News geht es natürlich darum, wer trägt diesen Fußballschuh. Und im Champions-League-Finale haben gleich zwei Spieler diesen Fußballschuh getragen. Einmal natürlich der Weltmeister, argentinischer Nationalspieler Alvarez. Der war natürlich hier als Champions-League-Sieger definitiv auch im Fokus. Er mit diesem Fußballschuh auch davor schon promoted. War natürlich klar, dass Adidas sich einen Spieler sucht, der im Champions-League-Finale dabei ist. Auch wenn er natürlich keine Rolle gespielt hat. Trotzdem auf jeden Fall sehr cool und zum anderen eine wahre Legende und zwar Edin Dzeko, auch er mit dem Adidas X Crazy Fast Plus Onfeed. Ich muss sagen, sieht tatsächlich sehr, sehr geil aus, auch wenn ich vom Lockdown nicht wirklich überzeugt war. Wie gesagt, dazu gibt es natürlich nochmal mehr Infos im separaten Video. Außerdem, diesen Fußballschuh gibt es noch, auch wenn es eine limitierte Edition ist. Es gibt noch ein paar Größen, die haben wir natürlich für euch unten im Blog verlinkt, für alle, die sich diesen Fußballschuh sichern wollen. Weiter geht's mit einem sehr, sehr spannenden Thema, beziehungsweise auch passendes Thema zur Champions League, und zwar Erling Haaland. Er hat ja auch einen neuen Fußballschuh bekommen, nachdem er natürlich regulär zu Nike gewechselt ist und den Nike Phantom GX jetzt da gespielt hat, war es natürlich so weit, dass er auch einen eigenen Signature-Schuh bekommt. Jetzt gibt es neue Infos. Ihr kennt den Schuh natürlich schon in diesem sehr auffälligen Volt-Grün oder Volt-Gelb. Sieht das schon echt sehr, sehr stark aus. Da haben viele gefragt, ab wann gibt es diesen Fußballschuh jetzt endlich, beziehungsweise ist er limitiert, wie sieht das Ganze aus? Ich habe da so ein paar coole Infos rausbekommen. Und zwar soll der Fußballschuh wohl am 16.06. kommen. Aber es gibt ein großes Aber, logischerweise. Es ist ein limitierter Fußballschuh. Und zwar wird es den wohl nur in Größe 44 geben, also in der Größe von Erling Haaland selbst. Und auch nur in der strengen Anzahl von Toren, die er diese Saison geschossen hat. Also eine sehr, sehr geringe Stückzahl. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Ich hoffe, ich komme selbst an den Schuh dran. Folgt auf jeden Fall deinem Fußballschuh. Findet den Link natürlich unten in der Beschreibung. Da posten wir, sobald der Fußballschuh online ist, einen Link, dass ihr immer noch draufklicken müsst und euch den Schuh dann kaufen könnt. Für Sammler auf jeden Fall ein extrem interessanter Fußballschuh. Wir werden ihn hoffentlich hier auf dem Kanal zeigen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Machen wir weiter mit den versprochenen Leaks. Das ist übertrieben, zumindest bei Adidas, denn Lionel Messi präsentiert das erste reguläre Colorway zum Adidas X Crazy Fast in Weiß-Grün. Das sieht auf jeden Fall schon mal echt cool aus. Werden wir natürlich dann für euch auch testen. Das wird wohl sehr wahrscheinlich das erste offizielle Colorway sein zum ersten Main Pack von Adidas für die neue Saison. Vor allem, wenn Lionel Messi den schon trägt. Auch wenn wieder mit Schuhzunge, ist es auf jeden Fall cool zu sehen. Es wurde auch schon in der Predator gezeigt in diesem weiß-grünen Colorway. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich das kommende Pack.
Sieht auf jeden Fall echt cool aus. Bin positiv überrascht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass Nike hier meiner Meinung nach die Nase vorne hat. Ihr könnt gerne abstimmen, denn zu diesen Fußballschuhen kommen wir jetzt. Es ist nicht bekannt, ob das jetzt ein reguläres Commoners Pack ist oder ob das vielleicht ein Dream Speed wird oder ein limitiertes Pack. Aber wir haben hier ein sehr cooles Video und auch Bildmaterial zum Nike Mercurial in Orange. Also das ist wirklich eine gewagte Farbe, aber vom Muster her finde ich das extrem stark, was Nike da wieder abgeliefert hat. Vor allem mit Chromsohle drum und dran. Designtechnisch kann man Nike hier einfach nichts vormachen. Gibt auch coole Bilder zu den Schuhen im Detail. Hatten wir auch schon Nike Tiempo in diesem Design. Das heißt, es sieht schon sehr danach aus, als wäre das ein reguläres Pack. Da ist natürlich jetzt die Frage, Leute, wer hat das stärkere Pack, Adidas oder Nike? Lasst gerne Feedback in den Kommentaren da, auf welches Pack ihr euch da draußen mehr freut. Bleiben wir mal direkt bei Nike. Es gibt noch einen weiteren Leak, beziehungsweise ein weiteres Colorway. Ist immer die Frage, ob es von einem Fake-Händler ist, der das einfach so droppt oder nicht. Aber hier haben wir mal ein weiß-rotes Colorway. Auch das sieht sehr schlicht aus. Es sieht auch sehr cool aus, aber nicht ganz so krass, finde ich, wie das, was wir gerade vorher schon gezeigt hatten. Nichtsdestotrotz, Nike gibt natürlich dann auch langsam wieder Vollgas. Auch ein gewisser Nike Phantom Luna spielt hoffentlich sehr bald hier auf dem Kanal eine Rolle. Der hätte eigentlich schon ankommen sollen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe natürlich, dass wir da zeitnah für euch ein Video droppen könnt. Auch da lohnt es natürlich, die Kanalglocke zu aktivieren. Und auch noch ein weiteres Bild. Das ist definitiv aber kein kommendes Pack, denn das ist einfach nur der abgewandelte Nike Mercurial 25th Anniversary Fußballschuh, aber diesmal in einem grünen Colorway. Das muss ich sagen, sieht richtig geil aus. Wäre der Schuh so gekommen, wäre natürlich ultra heftig gewesen. Aber man kann ganz gut erkennen, ein Muster vom Obermaterial, dass hier einfach um eine Farbvariante von einem Fake-Verkäufer, also die haben den Schuh einfach quasi so nachproduziert mit günstigen Materialien, also da würde ich definitiv die Finger von lassen. Aber natürlich abgekupfert vom regulären, limitierten Nike Superfly, hatten wir auch auf dem Kanal. Für mich bisher wahrscheinlich der Drop des Jahres, extrem heftig, war auch direkt ausverkauft. Haben viele gefragt, ob da nochmal was kommt. Nein, der war streng limitiert. Aber wie gesagt, jetzt hier auch bei den Fake-Verkäufern wird natürlich davon profitiert. Aktuell ist ja in der Welt der Fußballschuhe ein bisschen ruhiger, auch wenn natürlich jetzt mit Nike und Adidas zwei Marken nochmal neue Schuhe getroppt haben. Die regulären Packs kommen jetzt aber langsam erst wieder. Vor allem im Juli geht es da definitiv ab. Nichtsdestotrotz, Mizuno hat jetzt hier zum ersten Colorway für die neue Saison, und zwar zum Mizuno Alpha in einem sehr, sehr auffälligen roten Farbton. Tatsächlich muss ich aber sagen, rot so bei Fußballschuhen mit meiner Lieblingsfarbe. Finde ich, sieht on-field immer sehr cool aus. Natürlich weiß nochmal deutlich krasser, aber bei rot ist so der Vorteil, dass es nicht ganz so schnell dreckig wird. Hier haben wir also den Mizuno Alpha, auch den Fußballschuh haben wir für euch natürlich schon getestet. Das ist ja kein Lederfußballschuh, was sehr extrem untypisch ist für Mizuno, sondern ein Speedboot, ultra dünn, ultra leicht, so ein bisschen vergleichbar mit dem neuen Adidas X Crazy Fast. Aber dazu haben wir, wie gesagt, nochmal ein Detailvideo gemacht mit allen Vor- und auch Nachteilen des Mizuno Alpha. Kommen wir noch zu einem sehr, sehr krassen Konzeptfußballschuh, und zwar von Formation UK. Wir sehen hier einen Adidas Predator AQC in dem Istanbul Champions League Design und ich muss sagen, der sieht richtig stark aus. Also Hut ab, das Design gefällt mir definitiv. Sehr, sehr cool mit Photoshop gemacht, wird also so definitiv nicht kommen. Aber vom Design extrem passend zur Champions League. Auch wenn ich dieses Jahr das Champions League Finale nicht ganz so gefeiert habe, hätte mich für den einen oder anderen Verein ein bisschen mehr gefreut. Aber Triple bei Manchester City muss man natürlich dann auch den Respekt zollen. Bleiben wir nochmal zum Schluss bei der Champions League und nochmal bei unserem Kollegen Hakan Çalhanoğlu. Hier gibt es zum einen ein sehr trauriges Bild, aber auch ein sehr cooles Bild für uns, weil wir hier den Nike Bayou Fußballschuh, den er sich designt hat, nochmal im Detail sehen können. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, vor allem, dass er hier auch die Chance nutzt. Er ist ja Free Agent, also hat sich einen eigenen Nike Fußballschuh designt. Auch wenn es natürlich im Champions League Finale nicht ganz so glücklich lief, muss man sagen, ist das ein sehr, sehr starkes Colorway und der Typ hat definitiv Geschmack. Das war es auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit, welches Pack ihr als neuen Favorit für die neue Saison sehen werdet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es dann endlich wieder losgeht, neue Fußballschuhe. Ihr wisst natürlich, alle gibt es hier auf dem Kanal wieder im Review. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Unterstützt meine Arbeit enorm. Unser Ziel sind ja die 100.000 Abonnenten. Deswegen würde es mich mega freuen, wenn ihr da ordentlich Welle machen würdet. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und tschüss.